obwohl wir dieses Jahr nicht das wunderschöne Zirkuszelt haben, aber bei einem Wetter wie heute kann man ja auch richtig schön Open Air die Songs zelebrieren, die wir heute für euch hier auf die Bühne bringen. Wir haben Instrumente, die wir noch nie auf einem Songslam hatten. So groß war es noch nie. Wir haben Musiker dabei, die alle schon Songslams gewonnen haben. Das heißt, es ist quasi ein Best-of, den wir euch heute Abend hier auf die Bühne bringen. Genau, es gibt ein paar kleine Besonderheiten. Heute haben wir sechs Musiker, Musikerinnen bzw. sechs Acts, weil manche sind als Duos dabei, das ist erlaubt bei uns. Sie kommen aus den verschiedensten Ecken in Deutschland und ausnahmsweise spielen sie heute zwei Songs in der Vorrunde, im Finale dann jeweils nur einen Song. Und ja, da wären wir eigentlich schon fast bei den Regeln und müssen nochmal erklären für alle die, die noch nie bei einem Songslam waren. Gibt es die überhaupt? Wer war noch nie bei einem Songslam? Oh doch, es gibt ein paar. Da müssen wir erklären, was ist das zum Teufel? Ich würde sagen, das sind sogar ungefähr 50% der Anwesenden, die das noch nie gehört haben. Also, Songslam, das ist eine Idee, die kommt quasi aus dem Poetry Slam, den wir seit 20 Jahren in Frankfurt machen. Das ist ein Wettbewerb für Bühnenmusiker. Dabei geht es darum, dass die, die heute Abend hier auftreten, mit eigenen Songs, das ist die erste und wichtigste Regel, auf die Bühne kommen. Es ist natürlich erlaubt, sich gelegentlich mal irgendwo eine Hookline zu klauen, aber im Wesentlichen soll der Song, der hier auf die Bühne kommt, selbst geschrieben sein. Dazu haben wir ein Zeitlimit, da wir heute zwei Songs pro Teilnehmer oder Gruppe haben wollen, gibt es maximal 10 Minuten. Wenn die 10 Minuten rum sind, werden Dirk und ich im Hintergrund sehr nervös werden, dann langsam auf die Bühne kommen und spätestens eine halbe Minute später den Vortrag unterbrechen. Kabel ziehen und alles, was so möglich ist, Leute von der Bühne werfen, da sind wir... Also alles, was unter den Abstandsregeln erlaubt ist. Genau, richtig. Das dritte ist, ihr seid die Jury. Das heißt, das Publikum ist bei diesem Wettbewerb der Juror. In den Vorrunden allerdings können wir nicht jeden Einzelnen von euch fragen. Deshalb habe ich im Vorfeld 5 Kleingruppen ausgesucht. Die werden stellvertretend für die anderen Punkte verteilen. Von 1 bis 10. 1 ist dabei ein Song, der nicht in die Nähe der Bühne hätte kommen dürfen. Das befürchte ich heute nicht. Und 10 ist die Punktzahl, die, so hat das mal der Gründer des Poetry Slams formuliert, einen kollektiven Orgasmus auslöst, also nicht die Punktzahl, sondern natürlich der musikalische Beitrag in diesem Fall. Also wenn ihr irgendwie in die Nähe von einem solchen Gefühl kommen solltet, dass es aus, euch aus den Liegestühlen fetzt sozusagen, wenn Text und Musik und Vortrag und alles irgendwie fantastisch zusammenpassen, ihr denkt, Wahnsinn, dann könnt ihr wirklich 10 Punkte geben, dann solltet ihr auch 10 Punkte geben. Im Finale werden wir werden 3 Vorrunden zu jeweils 2 Acts haben. Von jeweils diesen beiden Acts kommt der mit den meisten Punkten ins Finale. Im Finale brauchen wir dann keine Stimmkarten mehr und keine Jury mehr. Da sollt ihr alle zusammen abstimmen und zwar mit aerosolarmer Lautstärke. Sprich, ihr dürft alles tun, um Lärm zu machen, außer brüllen, weil das könnte den Nachbarn gefährden. Und wir wollen ja nicht denn die nächste Chorprobe sein, die eine Massenverbreitung auslöst. Genau. Da sind wir auch schon wieder bei den Corona-Regeln, die so unangenehm sind. Das Schöne für uns ist, dass hier überhaupt diese Veranstaltung möglich ist. Und auch wir haben ja jetzt als Songslang monatelang pausieren müssen. Wir sind eigentlich im Orange Peel beheimatet. Und wir wissen auch nicht, wie es nach dieser Veranstaltung weitergeht, ob es unseren Club am Ende überhaupt noch geben wird. Wir haben keine Ahnung, wie es im Herbst weitergehen wird. Deswegen ist das jetzt ein ganz, ganz besonderes Ereignis, dass es hier möglich ist. Und für uns und für euch ist natürlich wichtig, dass wir uns trotzdem an alle Regeln halten, die damit verbunden sind. Zum Beispiel ganz, ganz wichtig, es sollten sich keine Trauben von Menschen irgendwo stehend befinden. Ihr habt eben gerade Seppel gehört, auch Ansammlungen, Klumpen von Leuten außerhalb der Sperrbereiche sollten nicht möglich sein. Es laufen überall Leute vom Corona-Team rum. Bitte folgt ihren Anweisungen. Und natürlich, wenn ihr auf dem Gelände unterwegs seid, bitte mit Atemschutzmaske. Egal, ob ihr daran glaubt oder nicht glaubt, bitte folgt einfach unseren Regeln. Sonst können wir diese Veranstaltung hier nicht machen. Gut, damit sind alle wichtigen Regeln durchgegeben. In diesem Topf, und ich habe Dirks Ansage genutzt, um den nochmal richtig durchzuschütteln, sind die 6 Namen der heutigen Acts drin. Und wir ziehen immer rundenweise die Duelle, die gegeneinander ausgetragen werden. Dirk, wer hat die Ehre, diesen Songslam zu beginnen? Aus dem originalen hessischen Schmalztöpfchen, ich nehme an, aus dem... Wo hast du es her? Flohmarkt nennen sie es. Flohmarkt. Okay. Also, aus dem Schmalztöpfchen gezogen, Nummer 1. Er hat zuletzt noch den Soundcheck gemacht, er ist der Erste. Aus Karlsruhe, nee, Mannheim ist er jetzt. Engin,
Ihr könnt ruhig nur einen Lärm machen und euch freuen. Engin. Und er wird herausgefordert von... von einer Frankfurterin, Tigisti aus Frankfurt. Also Mannheim gegen Frankfurt, das wird spannend. Aber bevor wir loslegen, wollen wir euch und auch für, vor allem auch für die Jury mal so ein bisschen einnorden, wie denn so Lärm für bestimmte Punktzahlen klingt. Das heißt, wir werden jetzt Zahlen zwischen 1 und 10 hier in den Raum, nein, in den Nichtraum werfen. Und ihr tut so, als hättet ihr einen Song gehört, der so viele Punkte wert ist. Hätten wir zum Beispiel einen Song gehört, der etwas unterdurchschnittlich ist, sagen wir mal 4 Punkte wert, wie klänge das bei euch? Ja, wunderbar, so ein netter Höflichkeitsapplaus, der ist irgendwie immer drin. Schließlich haben sich die Leute auf die Bühne getraut, macht auch nicht jeder. Ja, aber wenn ihr denkt, okay, das war doch eine ganz ordentliche Performance, hat mir eigentlich gut gefallen, so 7 Punkte, wie klänge das? Wie klingen 8 Punkte? 9 Punkte. Und die berühmten 10 Punkte. Gedämpfter, aerosolarmer Jubel. Ja. Gut, für die Jury noch eins. Wir lassen jeweils die beiden Duellanten spielen und danach holen wir für beide nacheinander die Punktzahlen ein, damit es einigermaßen fair ist und ihr sozusagen den Vergleich gehabt habt, bevor ihr Punkte vergeben müsst. Und eins noch, bevor es losgeht. Ganz am Ende werden heute Leute durch die Gegend rennen, die haben Netze dabei. Der Eintritt hier ist ja frei, aber mit den Netzen werden Spenden gesammelt. Erstens dafür, dass dieses Festival stattfinden kann und auch dafür, dass die Künstler ihre Fahrtkosten und sonstiges und Siegprämien und Tatütata bezahlt kriegen. Also am Ende bitte, wenn hier die Menschen mit den Netzen durch die Gegend rennen, spendet. Spendet, spendet, damit wir auch nächstes Jahr hier noch auf der Sommerwerft auftreten können. Und jetzt haben wir genügend erzählt, jetzt können wir mit Musik anfangen, oder? Können wir anfangen. Vielleicht nur kurzer Hinweis, das ist Jürgen Klumpe. Das ist Dirk Hülstrunk. Und der Erste ist Engin. Hat jemand den Techniker gesehen? Ja, ich kann es nicht auf den Techniker schieben, ich habe meine Gitarre nicht laut gemacht, sorry. Okay, ey, Leute, man spielt wieder live, man merkt. Ich freue mich mega, es ist total schön, euch zu sehen. Der erste Song, den ich spiele, der heißt Dorfdisco und erinnert an eine Zeit, als es noch völlig normal war, Körperflüssigkeiten miteinander auszutauschen auf engstem Raum. Es läuft schlechte Musik und ja, keiner hat's hinterfragt. So schnell kann's gehen. Genau, viel Spaß. Zittert, wenn sie spricht, ihr Gesicht, wenn ihr süßes Herz zerbricht. Um 10 kann er schon nicht mehr stehen, sein Magen tanzt Ballett, der letzte Akt klebt an den Schuhen von Janet. Sie sitzt jetzt in der Ecke und schlürft Pina Colada, die Augen ihrer Mutter und der Arsch von ihrem Vater. Alle sind heute in der Dorfdisco und du neben mir. Wär's nur so. Und siehst du den ausrangierten Kerl am Tresen lehnen,
verlassen von der Frau. Und die Haare werden grau. Die Helene stöhnt mir atemlos zum sechsten Mal ins linke Ohr. Ins rechte heult der Typ mir sein verpfuschtes Leben vor. Alle sind heute in der Dorfdisco. Du neben mir, ach wär's nur so. Du wolltest hier sein schon um acht, hab meine Worte für dich glatt verliert und meine Haare völlig ruiniert. Doch jetzt wird's mir klar, dass es nie deine Absicht war, die Nacht mit mir hier zu verschwenden. Sag, wo soll das mit uns enden? Sag, wo soll das mit uns enden? Ich glaube, ja, es endet hier. Man endet immer in der Dorfdisco. Du bist nicht hier, ich bin nicht bei mir, verloren in der Dorfdisco, da gehöre ich hin, da gehöre ich hin, da gehöre ich. Dankeschön. Vielen Dank. Ich komme zum vorerst letzten Song. So schnell geht's mittlerweile. Turbokapitalismus halt, ne? Da hast du ja einen Turm. Ja, der nächste Song, der handelt von Rosen. Ich weiß nicht, wie ihr zu Rosen steht. Ich habe da ein ambivalentes Verhältnis dazu. Es gibt viel zu viele Songs, die Rosen viel zu hart feiern. Ne, für dich soll es rote Rosen regnen und so. Und ich habe mir halt mal vorgestellt, es gibt einen Song gegen Rosen. Und das ist der. Und der heißt Requiem für eine Rose. Viel Spaß. Vom Eingang der Tanke, vom Sperrholzregal, da thront eine Rose überm Grillmaterial. Vor ihr hält ein Auto, der Fahrer heißt Frank. Frank vögelt Ute, doch sein Ring steckt an Tinas Hand. Er fühlt sich so schlecht, ja, die Ehe ist ein Dorngeflecht, doch halte still. Diese Rose nimmt er mit für Tina. Hundeblick, die Rose stirbt und nimmt die Liebe mit. Auf dem nasskalten Jahrmarkt in Brunos Bude läuft Sonny und Cher. Da wartet eine Rose auf einen Schuss aus dem Bodengewehr. Der Prachtkerl trifft die Herzensdame, freut sich sehr. Doch nur Stunden zuvor schlug er zu, warum weiß er nicht mehr. Er meint es nicht so, sagte sie zu sich selbst und wusste, dass sie log. Diese Rose nimmt sie mit für den Schmerz drüben. Die Rose stirbt und nimmt die Hoffnung mit.
Garten der Liebe, vor der Glotze um acht, hat ne zu rote Rose ein zu dünnes Mädchen glücklich gemacht. Sie sieht ihr Gesicht schon auf den Partys bei Leuten mit Geld. Doch noch in diesem Jahr zieht sie zurück nach Bielefeld. Mit wehendem Schritt nähert sie sich der Bedeutungslosigkeit. Was soll's? Diese Rose nimmt sie mit für sich selbst. Engelsblick, die Rose stirbt. Und keiner kriegt es mit. Vielen Dank. Lieder aus der Zeit, als wir noch einfach so Körperflüssigkeiten austauschen konnten. Und Rosen werdet ihr wahrscheinlich den restlichen Abend auch nicht mehr so betrachten wie vorher. Das war der erste im Wettbewerb. Das war Engin. Und bevor wir jetzt zur Wertung kommen, wollen wir natürlich die zweite Kandidatin in der Runde hören. Und ich glaube, das Mikrofon wurde auch gerade schon ausgetauscht. Das Mikrofon ist ordnungsgemäß ausgetauscht. Es kann nichts mehr passieren. Macht einen Riesenlärm für die zweite im Wettbewerb, für Tigissi. Tigisti, ich komme hier aus Frankfurt. Und genau, das erste Lied, was ich spiele, heißt Free to Roam. Und da geht es um das Gefühl, wenn man jung ist, so gerade Schule fertig, man hat das Gefühl, man muss raus so in die Welt. Und aber irgendwann dieses Gefühl hat, irgendwie wieder irgendwie ein Gefühl von zu Hause haben zu wollen. Ja, darum geht es in dem Lied. The coast reminds me of the one we have back home. It's strange how we've been running, and now feel homesick after all. We've been waiting for this, playing our parts, that is, our hands are clean. We are free to roam now. Wait, are we fooling life, taking the easy way? Oh, how we thought we made it. So let's not change our ways. They say forgive and forget. Now we are glad we did. We once were fools who love to chase, but we're not chasing anymore. We've been waiting for this, playing our parts, that is, our hands are clean now. We are free to roam now. We are roaming and never staying still. I just wanna lay my head to rest. We've been roaming and never staying still. I just wanna lay my head.
to rest. We've been roaming, never staying still. I just wanna lay my head to rest. We've been roaming, never staying still. I just wanna lay my head to rest. We've been waiting for this play in our parts, that is, our hands are clean now. We are free to roam now. We've been waiting for this play in our parts, that is, our hands are clean now. We are free to roam now. Thank you. Okay, für das zweite Lied möchte ich die Gitarre umstimmen und mal gucken, ob ich das gleichzeitig mit dem Reden hinbekomme. Das nächste Lied hatte ich eigentlich nicht vorzuspielen, aber ich spiele es jetzt trotzdem. Es heißt Paralyzed and Restless und es geht um diesen, okay, es klappt nicht so gut mit dem Reden und Stimmen, um diesen Konflikt, wenn man, also jetzt nicht nur bei Musik machen, aber generell irgendwas, wenn man irgendwas nachgeht und man diesen Konflikt hat zwischen, man macht super gerne, man will es auch machen, aber man hat, also jetzt bei mir im Fall jetzt mit der Bühne, so, man hat so ein bisschen Angst vor der Bühne, aber trotzdem gleichzeitig dieses Verlangen, es zu machen. Und genau, und deshalb Paralyzed, quasi so starr vor Angst, und Restless, so diese innere Unruhe, weil man es eben machen will. Und genau, okay. Ich hab noch nicht ganz, einen Moment. So, jetzt müsste es aber passen. Immer noch nicht? Okay. Jetzt, also Paralyzed and Restless, sorry. So tell me this is how it goes. Everything we do adds up to something greater than this. 'Cause we both know this can't be it. 'Cause if this is it, then what are we waiting for? Our fear is placed right here. Got us chasing all the wrong ideas. Got me paralyzed and restless. Paralyzed and restless, I'm still here. So tell me, are we really going for all those crazy ideas we made up when we were young? It's in our blood, it's in our bones. If we could only stop thinking so much, and our fear is placed right here. Got us chasing all the wrong ideas. Got me paralyzed and restless. Paralyzed and restless, I'm still here. Can't stop comparing ourselves. Just wanna let go of that feeling of being better or worse. But let's be honest this time, it's the fear of failure, the fear of letting go, and our fear is placed right here. Got us chasing all the wrong ideas. Got me paralyzed and restless. Paralyzed and restless, I'm still here. And our fear
this place right here. Got us chasing all the wrong ideas. Got me paralyzed and restless, paralyzed and restless. I'm still here. Ja, paralysiert und trotzdem unruhig hier auf die Bühne zu gehen. Ich glaube, das sind wir oft. Das war Tigisti. Die zweite in dieser wunderschönen ersten Runde. Und jetzt steht die erste Entscheidung an. Liebe Jurys, denkt euch jetzt schon mal aus, was ihr tun wollt. Diskutiert's mit eurer Nachbarschaft. Das ist ja immer so ein bisschen der sozialpädagogische Anspruch bei dieser Veranstaltung, dass man in kleinen Gruppen über die Punkte diskutiert und einigt euch, was ihr vergeben wollt. Wir werden die beiden nochmal auf die Bühne holen und dann zählen wir jeweils von 3 auf 0 runter. Und bei 0 sollten dann bitte alle Jurys gleichzeitig ihre Tafeln heben und uns Punkte geben. Also, holt mit einem riesen Lärm nochmal auf die Bühne. Engin! Und klatscht hoch, Tigisti! Als erstes. Schwere Entscheidung, aber ihr müsst es tun, ihr müsst ihr durch. Als erstes also bitte die Punkte für den Ersten, der hier heute auf der Bühne stand. Die Punkte für Engin bei 3, 2, 1 und hoch. Ich sehe als erstes einen 9. Plus 8 sind wir auf 17. Plus 8 auf 25, plus 7 auf 32 und eine finale 6, 38 Punkte für Engin. So, und jetzt schnelle Entscheidung für die Punktzahl Nummer 2. Wir zählen wieder runter und dann gebt ihr uns die Punkte für Tigisti. Bei 3, 2, 1 und hoch. Wir beginnen mit einer 8, plus 9 auf 17, plus 7 auf 24, plus 8 auf 32 und eine finale 5 sind 37 Punkte für Tigisti. Ui, das ist knapp. Das ist ein verdammt knappes Rennen, aber ein Punkt Unterschied ist ein Punkt Unterschied. Wir sehen wieder im Finale Engin. Vielen Dank nochmal, Tigisti, macht nochmal Lärm für Tigisti. So, Lostopf, zweite Runde. Die zweite Runde geht los. Mit Vitali Bogdanovic aus Speyer angereist zu uns. Und Vitali wird herausgefordert von Shantoxic aus Frankfurt. Klingt so, als wäre da eine Fangruppe mitgereist. Aber macht einen Riesenlärm für den Ersten in der zweiten Runde und bewundert seine wunderschöne neue Gitarre, die heute ihr Bühnenjubiläum feiert. Bühnendebüt feiert. Bühnendebüt feiert. Macht einen Riesenlärm für Vitali Bogdanovic. Hallo Leute, wie geht's? Herrlich? Sicher? Okay, super, dann. Meine Lied auf Russisch, aber ich denke,
alle Leute verstehen Sprache von Musik. Давай достанем ковер-самолет. Журавль в небе или синица в руках. Ни то, ни это, мы сами на взлет. Эй, город, ты где-то внизу стоишь. Эй, нам люди задумчиво смотрят вслед. Эй, город, мы выше твоих ярких крыш. Мы видим в окнах домов солнце свет. А там в небе плывут облака, а там в небе крылатые мы, а там в небе на уровне сна этим летом все птицы поют о любви, поют о любви. Ты знаешь о любви, я слышал о любви. Давай проснемся на зеленом лугу. Давай пройдемся босиком по росе. Давай вернемся пусть на время в страну, где хоть отчасти но были счастливы все. И поезд умчи нас по рельсам проще. И дорога идет в направлении вверх. И свет фонаря рассекает ночи. Скорость достигла приставки сверх. А там в небе плывут облака, а там в небе крылатые мы, а там в небе на уровне сна этим летом все птицы поют о любви, поют о любви. Ты знаешь о любви, я слышу о любви. А там в небе плывут облака, а там в небе крылатые мы, а там в небе на уровне сна этим летом все птицы поют. Давай забудем то, что было не в счет. Давай шагнем в наш новый мир налегке. Давай не будем брать всю пенность в полет. Давай взлетим на миг хотя бы во сне. Эй, поезд умчи нас по рельсам прочь. Дорога идет в направлении вверх. Эй, свет фонаря рассекает ночь. Эй, скорость достигла приставки свет. А там в небе плывут облака, а там в небе крылатые мы, а там в небе на уровне сна этим летом все птицы поют. Dankeschön. Und dann noch einen Spaß Rock'n'Roll. Okay. Это просто шок, пораженный словом. Стоишь упертый тупо в стену головой. Но выход есть, танцуя рок-н-ролл. Помолодеешь ты и телом, и душой. И не нужно биться головой о стену, ведь можно просто танцевать рок-н-ролл. И это и есть решение любой проблемы. Вау, рок-н-ролл. Иметь лишь
дискомфортно. Если не жмет одежда, это очень повезло. Можно год не есть, или заняться спортом, или пойти к хирургу, пусть отрежет все. Но не нужно никакой тебе диеты, ведь можно просто танцевать рок-н-ролл. Это и есть решение любой проблемы. Das war Vitali Bogdanovic und seine wunderschöne neue Gitarre. Und Rock'n'Roll auf Russisch. Und vielleicht hat sie auch ein oder andere verstanden. Gibt es Menschen, die Russisch verstehen hier? Ja. Wovon hat er denn jetzt wirklich gesungen? Könnt ihr euren Nachbarn erzählen. Ja, das war Nummer 1 in dieser zweiten Vorrunde. Und jetzt kommen wir zu den Ersten, die zu zweit auf die Bühne kommen. Aber mehr als zwei Instrumente dabei haben, muss man sagen. Ja, also jetzt kommt ziemlich viel auf euch Sie zu. Sie haben mal geguckt, wie weit wir mit unserem Regelwerk offen sind. Weil eigentlich haben wir ja immer gesagt, Duos gehen. Aber wir haben tatsächlich nicht gesagt, wie viele Instrumente darf jeder spielen, weil wir eigentlich nicht davon ausgegangen sind, dass jeder mehr als ein Instrument hat. Aber Sie beweisen es uns und das Sie machen es und Sie suchen noch Ihre Instrumente. Und es wird noch einen Augenblick dauern, bis alles ordnungsgemäß verkabelt ist. Aber viel Spaß mit Shantoxic und Gospel Hop. Ja, hallo. Ja. Ah. Wir probieren da mal was aus. Ja. Ja. Und stellen uns mal vor. Ne? Shantoxic mit dem Paradoxon.
Blick. Gerissenes Gewissen lässt den Kompromiss vermissen. Doch zum Dialog bereit. Shen-Shen-Toxik machen Gospel-Hoppig. Gospel-Flux wie zum Gothic steigen steil. Sing with us, hell yeah! Shen-Shen-Toxik, nicht aufgrund des Rocks schick. Unser Stil ist nicht subtil. Das Krokodil ist ein Reptil. Wir sind Gospel-Hoppophil. Unsere Rhymes sind real. Shen-Shen-Toxik rappen auch in Crocsig. Fische, 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 was? Fischt Fischers Fritz. Shen-Shen-Toxik zeigen euch den Boxtrick. Du spielst zu Hause Age of Empires, während ich dir in den Garten reihe. Aha. Mein Vorbild ist der Wasserspeier. Jetzt sitz ich so an meinem Weiher. Aha. Und kraule meine Freilandeier. Hier draußen bin ich einwandfreier und spiel den Song auf meiner Leier. Basketball und Liebesspiel, Schwimmbad und Lotto. Alle diese Dinge sammeln sich in meinem Auto. Auf der Weihnachtsfeier treffe ich erst einen Bayer. Ja, grüß Gott. Doch dann sehe ich Schneier, sie sagt: Komm, wir haben Dreier im Dreier. Hi, ich bin Schneier. Genauer, Schneier Meier. Oh, Weiher, Schneier. Hat er in Mathe immer Zweier? Da steht das auch im Flyer vom Dreierverleiher. Ah. Basketball und Liebesspiel, Schwimmbad und Lotto. Alle diese Dinge sammeln sich in meinem Auto. Speyer und da treffe ich Malu Dreier. Sie bittet um Entschuldigung und ich bin der Verzeiher. Sie ist Fly, doch ich bin Flyer und fuck, ist hier noch ein freier Parkplatz. Für meinen Dreier im Dreier. Niederbayer, Oberbayer, Uruguayer, Paraguayer. Alle wollen Biedermeier und ein Glas Tokaier. Dein Gesabber und Geseier geht mir gründlich auf die. Weiß der Geier, was da ist? Hinter dem Schleier. Im Dreier. Ah! Vampire! Auf Desire, I sing like Mariah, on Gran Camaraya. You say why, I say why, goodbye and goodbye. Sing with the entire Goth by choir. Vorbei. Doch der Dreier im Dreier ist vorbei. Ab in die Haier.
Dankeschön. Es ist sehr offensichtlich, worum es im nächsten Song geht. Deswegen werde ich nur den Titel verraten. Es ist der Bong-Song. War einst ein milder Käse, Gouda. BH, das neue Fashion-Accessoire hänge ich mir an die Wände und meine Steuernummer wird Legende. Die Klebehaken gibt es nicht im Tetrapack, sondern im Dreier. Im Dreier? Oh, war ja. Jetzt haben wir uns selbst zitiert und damit schnell quittiert, woher die Phrase kam. Ist deine Mango faserarm? Weichmacherhaltige Folien mindern die Ausdrucksqualität. Ich habe Gras gesät. Chrysanthemen, hot, lass ich mir nicht geben und nicht nehmen. Jetzt kommen wir zu unbequemen Themen. Meine Gefühle für dich, die gehen sicher nicht viral. Sie sind wie Brokkoli, neutral. Hast du das Problem mal bei der Wurzel gepackt? Wie Salat? Spagat, exakt. Ist das nicht ein bisschen taktlos? Sachlos. Geht diese Beziehung auch kontaktlos? Du feige Blau. Ja, so blau, blau, blau blüht der Blaugummi. Schütz mich vor Sonnenstrahlung und Hitze und Ölen. Klarsichthüllen in weichmacherhaltige Folien mindern die Ausdrucksqualität. Unwiderruflich ermächtigt zum Einzugsverfahren belaste ich dich und die Frist zu jedweder Kündigung wird auf einen Tag verkürzt. Ich hab den Staat gestürmt und nicht die Saat gewürzt. Aufstrich! Veganern tust du gut und dem Tönnies tut's weh. Rette mich mit Meerrettich, wir lieben deinen Duft, wenn wir an dem Deckel drehen. Lausche ich dem Humus-Trio. Hast du dabei Bummelspiel? Nein. Kann man ja mal fragen. Mit der Limo spiele ich ab ins Kühle nass, weil ich Avocado hass. Oh, erziehen wir doch jetzt mal einen Schlussstrich. Muss nicht. Lustig. Hast du denn ein Künstlerpinselset? In meinem Stockbett. Okay, das macht den Bock fett. Wie wird das hier so bunt? Ich glaube, das ist der Warentrennungsgrund. Dabei. Jetzt könnt ihr sie rausholen und gemeinsam mit uns
Seite. Und gemeinsam mit uns, lasst uns das verbreiten. Schütz mich vor Sonnenstrahlung und Hitze und Ölen. Verklarsichthüllen, denn weichmacherhaltige Folien. Mindern die Ausdrucksqualität. Unwiderruflich ermächtigt zum Einzugsverfahren. Belaste ich dich und die Frisur jedweder Ankündigung. Wird auf einen Tag verkürzt. Dankeschön. Aber. Für diesen Einkauf hätten Sie 13 Punkte erhalten. Das ist eine 1 minus. Es war ja klar, dass Sie die Ersten sein werden, die heute das die Zeitlimit kratzen würden. Obwohl wir es ja schon wirklich deutlich verlängert haben. Aber das ist natürlich auch kein Wunder bei diesem Equipment, was Sie dabei haben. Und eins ist ganz klar, es wurde wieder bewiesen, die Handtasche von Chantoxic enthält unendlich viele Instrumente, die man nur rausholen muss. Ja, wenn wir das vorher gewusst hätten. Aber gut, Jetzt müssen wir Dinge vergleichen, die schwer zu vergleichen sind. Anders kann man, glaube ich, diese zweite Runde nicht beschreiben. Aber auf jeden Fall rufen wir alle Teilnehmer wieder auf die Bühne. Kommt zu uns, Vitali Bogdanovic. Und bleibt hier. Nicht wegrennen, wir brauchen euch. Chantoxic. Liebe Juries, seid ihr soweit mit eurer Entscheidungsfindung, dann bitte als Erstes die Punkte für Vitali Bogdanovic bei 3, 2, 1 und hoch. Wir beginnen mit einer 8. Mit einer zweiten 8 kommen wir auf 16, mit einer dritten 8 auf 24, plus 6 von da hinten sind 30 und eine 7, 37 Punkte für Vitali Bogdanovic. Und dann brauchen wir natürlich auch die Punkte für Chantoxic. Kurze Überlegung noch und dann zählen wir auch wieder runter. Bei 3... 2, 1 und hoch! Meine sehr verehrten Damen und Herren, offensichtlich hat das ausgelöst, von dem Dirk eben gesprochen hat. Wir sehen die erste 10 des Abends. Und wir sehen auch gleich die zweite 10 des Abends. Und danach können wir nur noch runtergehen. Eine 9 sind 29, eine weitere 9 sind 38 Punkte und eine abschließende 8, 46 Punkte für Chantoxic. Und das kann natürlich mal heißen... Finale für Chantoxic. Vielen Dank, Vitali Bogdanovic, aus Speyer angereist, mit neuer Gitarre. Ja, damit haben wir nur noch eine letzte Vorrunde. Wir jetzt sind gut in der Zeit, glaube ich. Jetzt geht es nur noch um die Reihenfolge. Sie wird begonnen von Frank Albersmann aus Frankfurt. Und die Herausforderer. Die Herausforderer sind das Duo Grandios Sensibel aus Wiesbaden. Also ihr Lieben, holt ihn auf die Bühne mit eurem schönsten 10-Punkte-Applaus. Macht Lärm für Frank Albersmann. Applaus für den Tontechniker. Verdammt, das ist aus. Ein Riesenapplaus für den Tontechniker. Hey. Hört ihr was? Ja, da. Hi. Geil, ihr seid da. Oh mein Gott, ich bin erstmal ohne Scheiß. Danke an die Sommerwerft und danke an alle, die das hier irgendwie geschafft haben zu organisieren. Ich bin so froh, mal wieder vor so vielen Menschen zu spielen. Es ist
so deprimierend, bei einem Livestream vor einfach nur eine Kamera zu sehen und dann Ansagen für Songs zu machen, die eh schon sau unwitzig sind und dann noch nicht mal zu sehen, dass die Leute nicht lachen, sondern einfach komplett unsicher zu sein. Und seht ihr, hier ist ein vereinzelter Lacher. Das ist für mich so unangenehm, dass ich drüber einen Witz machen muss, über den dann ein paar mehr Leute lachen. Danke dafür. Und der Rest, schön, dass ihr da seid. Das ist ein Lied übers Bahnfahren. Das ist wahrscheinlich das größte Klischee, das man haben kann. Es wird Frankfurt erwähnt. Woo, Frankfurt! Und yeah. Könnte ich ein bisschen weniger Gitarre hier haben? Das wäre fantastisch. Also weniger Gitarre auf dem Monitor. Danke, super. Und yeah. Wieder einmal geht mein Zug und ich kriege nicht genug von dieser einen Köstlichkeit, die man im Allgemeinen kennt, ganz banal auch Liebe nennt, sich meist jedoch nicht leicht greifbar zeigt. Und Frankfurt liegt nun hinter mir und eine leere Flasche Bier offenbart des Zuges Sauberkeit. Der Schaffner tritt großspurig herein, verlangt den heiligen Schein, der den Passagier von ihm befreit. Und wieder, oh ja, wieder tu ich mir das an, sitze wieder in der Bahn, muss ewig weiterfahren und freunde mich mit meinem Schicksal an. Da-dam, da-dam, da-da-da-dam, da-dam. Und wieder einmal fahr ich hier mit dem Auto weg von dir und im Osten lenkt der Vollmondschein gelblich und so blass mich ab, gräbt er mir noch fast ein Grab und wirft mich in die schwarze Nacht hinein. Und Scheinwerfer blenden meinen Blick, ich hab wieder im Genick ein Arschloch, das es so eilig hat, meine Ruhe zu zerstören. Nun vorbei lass ich es gerne, weil es gleich einen teuren Blitz entfacht. Und wieder, oh ja, wieder tu ich mir das an, fahr wieder Autobahn, muss ewig weiterfahren, komm niemals irgendwo an, werd immer weiterfahren und freunde mich mit meinem Schicksal an. Ram da 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 da. Ja, und wieder frage ich mich, ja, warum bin ich nur hier? Warum fahr ich nur immer weg und niemals hin zu dir, niemals hin zu dir? Und daheim lege ich mich müde hin und weil ich wieder mal hier bin, rufe ich dich noch einmal kurz an. Allein schlafe ich nach Stunden ein, träume von dem Vollmondschein und würde einfach viel zu gern wieder zurück zu dir fahren. Vielen Dank. Fest sitzt mein Anker im Grund und der will da nie wieder raus. Mein Boot liegt ganz sanft im
Hafen, ja fast schon an Land. Ich mal in den Staub das Bild deines Namens und vom Tabakrauch ist der Lack längst vergilbt. Dort auf den Flaschen voll verwaschener Träume ist schon lange kein Pfand mehr. Aber mach ruhig eine auf, ja, denn früher, da war ich, ihr glaubt es nicht, der Herrscher der Welt und aller Meere und aller Sterne, dort am Himmelszelt. Und ja, ich schwöre, all das war mein ganz allein. Mein Zorn brachte Sturm, mein Puls die Gezeiten und nur meine Worte beruhigten die See. Der Gesang der Sirenen und ihre Salzwassertränen, sie galten mir. Ja, doch all das ist verträumt, längst weggeräumt und versinkt bald im Meer. All die Geschichten sind verblichen und geben nichts mehr her. Sie schwirren nur und um die Uhr, so rostig und schwer. Bitte nehmt es mir nicht krumm, ich versprech's, ich dreh mich noch einmal um, bevor es Zeit wird zu gehen. Ja, und dann steh ich auf und sag, lebt wohl, ich bin weg mit meinen Engeln und Dämonen und all dem Scheiß im Gepäck. Und all das schmeiß ich über Bord und dann fang ich neu an und mach dieselben alten Fehler, weil ich's anders nicht kann und nicht will. Ja, und dann steh ich auf und sag, leb wohl, ich bin weg mit meinen Engeln und Dämonen und all dem Dreck im Gepäck. Und all das geht dann über Bord und dann fang ich neu an. Und vielleicht schaff ich's ja diesmal und wenn nicht irgendwann, komm ich an. Vielen Dank. Das war der erste in der dritten Runde. Das war Frank Albersmann. Und jetzt wisst ihr wahrscheinlich auch, warum man ihn gerne auch den Herrn Brüllbart nennt. Er kann sehr laut werden, obwohl er im Herzen doch ein ganz, ganz sanfter, romantischer Typ ist. Was man gelegentlich auch hört. Ja, aber der Brüllbart kommt auch immer durch. Und theoretisch
ist es so, dass bei ihm das Mikrofon ja eigentlich nur für den Livestream gebraucht wird. Hier auf dem Platz hättet ihr ihn auch so verstanden. Herausgefordert wird er von einem Duo aus Wiesbaden, das zum ersten Mal bei uns ist. Also das ist für uns eine Premiere, dass sie auf unserer Bühne stehen. Macht einen Riesenlärm für Grandios Sensibel aus Wiesbaden. Hallo Frankfurt, ist noch aus. Ist jetzt an. Hi, hallo Frankfurt. Wir sind Grandios Sensibel, wir freuen uns mega hier zu sein. Wir hatten am Mittwoch unser Debütkonzert. Uns gibt es noch nicht lange und ich war tatsächlich schon mal hier. Und seitdem hat sich viel verändert, seitdem habe ich mir einen Duopartner gesucht, das ist der Joshua. Und der hat heute seinen Kontrabass dabei. Das Cello haben wir leider nicht mit. Wir dachten, wir bieten euch heute mal was Tiefes, Brummiges. Irgendwas brummt hier vorne übrigens auch. What is it? Mein Monitor gibt. Test, 1, 2. Also ich habe nichts verändert hier. Yay. Okay. Unser erstes Lied heißt Unter 1000 Wölfen. Von Verbesserung sorgt für Inflation. Vertrödelt man mit Unsinn Zeit, aus nichts wird schnell eine Panik. Und mit welchem Zweck? Schonungslos leicht gemacht, die großen Probleme in den Hintergrund. Nimmt sie keiner wahr, muss man sich nicht kümmern. Muss man sich nicht kümmern. Unter tausend Wölfen wird auch das weicheste Schaf zum Biest. Die langen Ketten aus purem Gold zwingen euch Marionetten zu sein. Unter tausend Wölfen wird auch das weicheste Schaf zum Biest. Die langen Ketten aus purem Gold zwingen euch Marionetten zu sein. Tränen nicht, in den Schlössern liegt kein Dreck. Versprechen dringt nach außen. Flucht schreit stumm im Käfig. Bleibt man stehen, rennt der Zeiger allein. Die Zukunft scheint so wunderbar fern. Unter tausend Wölfen will auch das weicheste Schaf zum Biest. Die langen Ketten aus purem Gold zwingen euch Marionetten zu sein. Unter tausend Wölfen will auch das weicheste Schaf zum Biest.
die langen Ketten aus purem Gold. Schwingen uns Marionetten zu. Wir stimmen dafür den Kontrabass immer noch tiefer, als er eh schon ist. Ja, ich hatte so das Gefühl in der ersten Strophe, das klingt fast zu einer Kritik an Corona, ist es absolut nicht. Ich habe das Lied geschrieben, da war ich 18, den Text, da war ich noch in der Punk-Szene. Also ich habe so ein bisschen da hochgeschielt, das ist sehr politisch auf jeden Fall. Nächstes Lied heißt Dein Jetzt. Vielleicht kennt ihr so Leute, die immer rumheulen, dass in der Vergangenheit ja alles so toll war und die ihr Leben nicht selbst organisieren. There you go, dein Jetzt. Was gibt's schon noch morgen? Feste Überzeugung, das Leben sei vorbei. Du denkst an die Freunde, die du verloren hast. Warum stehst du dir selbst im Weg? Selbst gar keine Zeit gibst, ein neues Leben aufzubauen. Aber wenn du so willst, wühl doch weiter in einen alten Kisten herum. Erinnert die Zeit dich daran, was geschah? Lebst in der Vergangenheit, dein Jetzt ist die Erinnerung. Erinnert die Zeit dich daran, Vergangenheit, dein Jetzt ist die Erinnerung. Fotografien, kleine Briefchen, all das unsinnige Zeug. Hinter den Schrank oder unters Bett und schau in 10 Jahren erst wieder hinein. Vielleicht merkst du dann, dass das alles keine Freunde waren, sondern Bekannte. Wenn du bis dahin weißt, dass es da Unterschiede gibt, erinnert die Zeit dich daran, was geschah. Lebst in der Vergangenheit, dein Jetzt ist die Erinnerung. Erinnert die Zeit dich daran, was geschah. Lebst in der Vergangenheit, dein Jetzt ist die Erinnerung. Dankeschön. Bis hoffentlich bald. Ja, das war das Duo Grandios Sensibel. Joshua am Bass und Melissa am Piano. Zum zweiten Mal auf der Bühne, zum ersten Mal auf einem Songslam. Und die sollten nicht so weit weggehen, weil... Wir brauchen euch gleich noch für die Punkte. Und dafür brauchen wir natürlich auch... Den ersten aus dieser dritten Vorrunde, Frank Albersmann. Klatscht ihn mal hoch. Und ebenso Melissa und Joshua, Grandios Sensibel. Und das ist gut, dass wir jetzt zum letzten Mal die Jury brauchen, weil ich glaube, in 10 Minuten könnte ich nicht mehr lesen, was ihr hochhaltet. Aber einmal ist die Jury noch dran. Eure Punkte für Frank Albersmann, bitte bei 3, 2, 1 und hoch.
William. Okay. Okay, ich sehe eine 9 plus 8 auf 17 plus 8 auf 25 plus 9 auf 34 und eine weitere 8, 42 Punkte für Frank Albersmann. Und jetzt sind wir natürlich sehr gespannt auf die zweite Wertung dieser letzten Vorrunde. Eure Punkte für das Duo Grandios Sensibel. Wir zählen nochmal runter. 3, 2, 1 und hoch. Bitte. Ich sehe, glaube ich, eine 8 plus 7 auf 15 plus 7 auf 22 plus 7 auf 29 plus 7, 36 Punkte und eine ziemlich einige Jury für Grandios Sensibel. Damit sehen wir wieder im Finale Frank Albersmann und vielen, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Grandios Sensibel, vielen Dank für diese Premiere. Und ich hoffe, dass wir bald wieder eine Bühne haben, um euch nochmal einzuladen. So, bevor wir zum Finale kommen, erstmal nochmal ein Hinweis, falls euch die Menschen mit den Netzen nicht erreichen sollten, um Spenden abzugeben. Es gibt eine weitere Möglichkeit, diese gelben Tonnen, die auf dem Festivalgelände stehen, das sind nicht etwa Mülleimer, nein, auch da könnt ihr Spenden für die Sommerwerft abgeben. Also, wenn ihr nicht von den Fängern eingefangen werdet, dann bitte gebt eure Spende dort ab. Dann möchte ich gerne von euch einen Riesenapplaus für unsere 5 Jurygruppen des heutigen Abends. Und ich glaube, sie haben euch relativ gut repräsentiert. Vielen, vielen Dank an die Jury. Ihr habt einen tollen Job gemacht. Und bitte denkt daran, uns die Karten hinterher wieder zurückzugeben. Genau. Und normalerweise jetzt kommt eigentlich unser Commercial Break jetzt. Der ist aber ein bisschen ausgebremst durch Corona, da wir wirklich nicht wissen, wie es weitergeht mit unserem Songslam, den wir eigentlich monatlich im Orange Peel gemacht haben. Wer weiß, vielleicht wissen wir in 1 oder 2 Monaten mehr, aber es gibt eine Facebook-Seite Songslam Frankfurt. Wenn ihr interessiert seid an dieser Veranstaltung, schaut auf diese Facebook-Seite und da werden wir auf jeden Fall bekannt geben, wenn es weitergeht, wie es weitergeht und was da genau passieren wird. Also werdet unsere Freunde bei Facebook, wenn ihr sowas noch nutzt. Ihr Lieben, jetzt kommen wir zum Höhepunkt des Abends, das Finale. Die besten 3 sehen wir jetzt nochmal in der Reihenfolge, in der die Vorrunden gewonnen wurden. Das heißt, ruft bitte als erstes auf die Bühne, jetzt mit einem Zeitlimit von 6 Minuten für einen Song, den Sieger der ersten Runde, Engin! Geil. Ich freue mich total nochmal zu spielen. Ich habe mir einen Song ausgesucht, der ist brandneu, weil man muss auf diesen Songs einfach mal neue Songs spielen. Dafür ist es da. Und der handelt vom Träumen. Und bevor ihr jetzt denkt, das gleitet jetzt in so eine Kitschnummer ab, heißt, ich träume von allem außer dir. Ist an niemanden speziellen gewidmet. Sollte sich jemand in dieser Situation wiederfinden, dann freue ich mich. Also der Träumende und nicht der Nicht-Erträumte. Genau, und es ist ein Song aus Fragmenten von weirden Träumen und ja, gescheiterten Beziehungen in irgendeiner Form. Also, ich bin Engin. Wenn ihr das cool findet, was ich mache, folgt mir auf Instagram, engin.music. Ich habe richtig Bock und der letzte Song von mir heißt Ich träume von allem außer dir. Ich wär gern mit dir raus heute Nacht und doch hab ich's nicht gemacht. Lag wie ein Fisch im eigenen Saft, bin irgendwann mal aufgewacht. In einem anderen Raum die Zeit war wie das letzte Quietschen eines Zuges, der für immer stehen bleibt.
Da war ein Bett, darin lag Bonnie und ich im Kleid nebendran. Und wir wussten, es wird böse mit uns enden irgendwann. Wir vergossen heiße Tränen vom Sonnenuntergang. Knietief standen wir darin, wir mussten los, ich stieg schon ein. Doch ich schwamm. Schwamm eine Weile vor mich hin, da spülte es mich an eine Küste, von der Insel unberührt. Und wenn ich's nicht besser wüsste, hatte ich die schon mal gesehen im Pauschalreisenkatalog. Plötzlich lagen da Touristen, Sonnenbrand auf weißen Brüsten. Ich sagte mir, hier muss ich weg und ich floh. Und ich floh. Vorbei an Land, vorbei an Meer, vorbei an allem, was dich schwer Kraft so zusammenhält, schoss es mich raus aus dieser Welt. Ich flog durch Galaxien, spürte Sterne an mir ziehen. Wenn es ging, ich würd berichten, schwarze Löcher sind Narzissten. Oh ja. Manchmal schlaf ich ein und ich träum allein, allein, allein. Ich wach auf und ich weiß, wenn ich die Decke von mir reiß, liegt dann nur mein Körper hier mit mir. Ich träum von allem außer dir. Ich träum von allem außer dir. Gute Nacht dann nachher, ne? Dankeschön, es hat richtig Spaß gemacht. Er träumt von allem außer dir. Er hat uns ein bisschen in das ganze Universum entführt mit diesem Song. Ja, das war Engin. Der Sieger der ersten Runde. Jetzt kommen wir zu einer kleinen Umbaupause und dann zu den Gewinnerinnen der zweiten Vorrunde. Macht einen Riesenlärm für Shantoxic! Ja, auch wir haben einen kleinen Wohlfühlsong dabei. Könnt euch jetzt im Geiste aneinander ankuscheln. Der nächste Song heißt Ballade. Gehen wir zu dir, oh
oder zu mir. Und wenn es Liebe ist, lass ich ein T-Shirt hier. Aus dir wird dann hier. Oh, oh, oh. Gestern war es noch nicht wichtig, doch jetzt ist mir klar, was ich brauche, hast du da. Dein Klopapier ist vielschichtig, genau wie du. Ich sitze, stöhne, schwitze und löse Sudoku. Weißt du noch, das erste Mal bei dir? Ich hab dich nicht gefragt, suchte einfach die Tür und trat ein. Doch ich konnte nichts sehen, beim zweiten Mal konnte ich's dir schon nicht mehr gestehen. Was weiß ich, wie man richtig steht? Ich weiß nicht, wie das Licht angeht. Gehen wir zu dir oder zu mir? Und wenn es Liebe ist, lass ich ein T-Shirt hier. Aus dir wird dann hier, aus Bier wird dann wir. Und was wird aus mir? Wie viel Uhr ist es eigentlich, Roxy? Es ist 8.36 Uhr, ich bin aufgewacht. Denke noch an letzte Nacht, schlafend liegst du da. Und ich sehe, was klar ist in der Globusbar, die erst gestern angeliefert worden war. Die Wahrheit ist, dass die Klarheit nicht aus der Raumzeit bricht, sondern aus Torheit spricht. Ich find den Lichtschalter nicht. Gehen wir zu dir oder zu mir? Und wenn es Liebe ist, lass ich ein T-Shirt hier. Aus dir wird dann hier, aus Bier wird dann Bier. Oh, oh, oh. Und was wird aus mir? Ich geb dir meinen Schlüssel. Ich bin vergesslich. Nimm ihn trotzdem. Und dann lächle ich. Bitte versetz mich nicht. Sonst mach ich mich lächerlich. Oh, wein in meinen Wein hinein und den Becher ich. Dramatik. Wir sind zu weit zu wagen, es zu fragen. Was wir sagen, sagt, dass wir nicht weit genug sind, um's zu wissen. Das Gewissen lässt das Klagen selten nur vermissen. Denn Spotify, dein iTunes sagen dir, was es gibt, bis an Fleek. Und ich denk nur, ich hasse Musik. Ich rede von dir, doch ich meine dich nicht. Wie in jedem Liebeslied ist nur das Selbst verherrlicht. Licht, 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 Licht. Geh mir zu dir oder zu mir. Und wenn es Liebe ist, lass ich ein T-Shirt hier. Aus dir wird's dann hier, aus Bier wird's dann Bier. Oh, oh, oh. Und was wird aus mir? Was wird aus mir? Mm, oh. Ja, wenn das Liebe ist. So, das war noch einmal Shantoxic für euch, Antonia und Roxana. Wenn es Liebe ist. Einen haben wir noch. Einen letzten haben wir noch und dann kommt es zur großen Entscheidung. Macht einen Riesenlärm für den Gewinner der dritten Vorrunde. Ruft auf die Bühne Frank Albersmann. Nicht schnuggelig. Na, schon wieder aus.
ist auch nicht schnuggelig. Danke dir. Oh verdammt, alles wieder so tief. Da jetzt die beiden wundervollen Mädels auch ein Liebeslied gesungen haben, genauso wie Engin. Übrigens super tolle Menschen. Wir haben ganz, ganz viel Liebe mit Abstand da hinten im Backstage. Ich habe gerade mit Engin ein bisschen rumgeknutscht. Es ist durch die Maske nicht so geil, aber man fühlt es und das ist wichtig. Und genauso ist es jetzt bei dem Lied, das ich für euch noch spiele. Danke, dass ich nochmal für euch spielen darf. Das ist ein Lied an alle Frauen, mit denen man durch Kneipen ziehen kann und Bier trinken kann. Wenn die Füße schwer vom wackeligen Bein auf den Boden fallen, wenn von den Pflastersteinen unsere Schritte widerhallen, wenn die kalten Häuserwände uns vom anderen Straßenende her mit Echos beschallen, die auf unsere Ohren prallen. Und wenn das schummrig gelbe Licht der letzten Gaslaternen in meine Augen einbricht und ich wieder mal verlerne, halbwegs anständig zu lügen, mich nicht kopflos zu verlieben, dann seh ich dich dort drüben und deine trüben Augen ketten mich an und werfen dann dieses Karussell an und alles dreht sich im Kreis um dich herum und ich weiß noch nicht mal warum, doch es ist so egal, warum, denn weder Ebbe noch Flut haben je die See so fest, so gut, so gnadenlos wie mich dein Blick erfasst. So dass der Mond von Neid erblasst. Und wenn mich morgens das so kalte Weckerklingen um den Schlaf betrügt und in Gedankensprüngen die Erinnerung versiegt, versuche ich benommen in den Traum zurückzukommen, der sich mir immer mehr entzieht und wie scheu es wild entflieht, wenn's vom Jäger angeschossen noch sein Blut verliert, das überall vergossen und hinterlassen wird. Und ich folge diesen Spuren und zerschlage alle Uhren dieser Welt, damit mich nichts mehr vom Schlaf abhält. Wenn mir die Müdigkeit auf meine Augen fällt, dann dreht sich alles im Kreis um dich herum und ich weiß, ich weiß noch nicht mal warum. Doch es ist sowas von egal, warum, denn selbst das grellste Tageslicht scheint niemals hell genug, es weckt mich nicht. Steht nur verzweifelt dort am Firmament, so dass die Sonne vor Wut verbrennt. Sich alles im Kreis um dich herum und ich weiß, ja, ich weiß
noch nicht mal warum. Doch es ist so egal. Und meine Liebste, oh mein Herz, komm zu mir, vertrau nur mir. Wenn du kotzt, dann halte ich deine Haare. Musst du aufs Klo, dann halte ich dein Bier. Vielen Dank. Das war so romantisch, wie es heute noch werden konnte. Das war Frank Albersmann, der dritte Gewinner, also der Gewinner der dritten Runde. Und jetzt müsst ihr alle dran, ja. Die Finalisten auf der Bühne. Macht einen Riesenlärm für Engin, für Shantoxic und für Frank Albersmann. Und wir gehen mal ein bisschen beiseite, weil jetzt seid ihr alle gefragt. Wir brauchen den Lärm von allen, um zu entscheiden, wer ist euer Sieger oder eure Siegerin oder eure Siegerinnen. Wie gesagt, ihr dürft als Lärmquelle alles benutzen, was euch zur Verfügung steht, aber möglichst aerosolarm, egal wie laut ihr sein wollt. Aber notfalls auch den Nachbarn. Wenn ihr den eh schon kennt und angefasst habt, könnt ihr auch den Nachbarn fürs Lärm machen benutzen, nur nicht schreien. Genau. Vorher entscheiden, dann richtig losgeben, richtig Gas geben für euren Favoriten, eure Favoritinnen. Favoriten. Seid ihr soweit? Dann macht bitte den Lärm für den Sieger der ersten Vorrunde. Macht den Lärm für Engin. Wenn eure Favoriten Shantoxic heißen, dann lärmt bitte jetzt für sie. In der ersten Reihe an Schlüssel und Flasche kreatives Soundmanagement. Wenn euer Sieger des heutigen Abends Frank Albersmann sein soll, dann lärmt ihr bitte jetzt. Also ich war mir gerade etwas sicherer als Dirk, aber damit wir alles richtig machen, machen wir nochmal ein Stechen zwischen den Parteien, die wir am lautesten gehört haben. Und das sind Shantoxic und Frank Albersmann. Und ich gehe mal kurz runter und hör mal von draußen. Dirk, renn nicht so weit weg. Nee, so weit nicht. Aber ich warte, bis du dich in eine einigermaßen brauchbare Position gebracht hast, um auch den hinteren Teil des Publikums ordnungsgemäß zu hören. Haltet eure Schlüssel und Flaschen bereit. Dirk ist auch bereit. Das heißt, wenn eure Siegerinnen Shantoxic heißen, dann lernt bitte jetzt. Und wenn euer Sieger Frank Albersmann heißt, dann höre ich euch bitte jetzt.
Mal schauen, was Dirk für Nachrichten aus dem Hintergrund bringt. Gut, wir sind an der Stelle angekommen, dass wir sagen können, die Siegerinnen des heutigen Abends sind die Gewinnerinnen von Runde 2. Macht Lärm für Shemtoxic! Und macht weiter Lärm für Frank Albersmann und Engin. Und macht auch nochmal Lärm für alle Teilnehmer des heutigen Abends, die wir jetzt nochmal kurz auf die Bühne holen. Bitte macht Lärm für Tigisti, für Vitali Bogdanovic und für Grandios Sensibel. Grandios Sensibel sind nicht mehr da, eben waren sie noch da. Grandios Sensibel, seid ihr noch da oder schon verschwunden? Vielen, vielen Dank, dass ihr alle da wart auf der Bühne, ihr im Publikum. Wie gesagt, für viele war es jetzt die erste Möglichkeit, seit längerem mal wieder live zu spielen von einem größeren Publikum. Wir müssen uns auch extrem bedanken bei der Sommerwerft, die das hier möglich gemacht hat unter wirklich extrem schwierigen Bedingungen. Und danke an euch, dass ihr euch an alle Regeln gehalten habt. Also macht einen Riesenlärm für das Team der Sommerwerft. Und ich möchte noch einen speziellen Applaus, weil ich finde, so schön hat der Songslam lange nicht mehr geklungen. Macht einen Riesenlärm für unseren Soundmann. Und bitte den allerlautesten Applaus des Abends für unsere wunderbaren Moderatoren Dirk Hülstrunk und Jürgen Klumpe. Jetzt sind wir schon kurz vor unserem heutigen Zeitlimit, aber wir haben eine Tradition, die wir auch heute gerne aufrechterhalten möchten. Und wir haben uns vorher erkundigt, ja, Shemtoxic haben mittlerweile ein viertes Stück. Das heißt, technisch ist es möglich, dass wir das tun, was wir immer tun, nämlich den Siegern noch eine Zugabe zu gewähren. Wenn ihr das möchtet, dann lärmt ihr bitte jetzt. Ich glaube, das können wir akzeptieren. Na, das ist so ein halbes Jahr. Wollt ihr sie noch mal hören oder nicht? Wir hören gleich noch mal etwas von Shemtoxic. Wir verabschieden uns schon mal. Jürgen Klumpe, mein Name ist Dirk Hülstrunk. Und spendet fleißig, dass wir wissen, ihr wart da. Okay. Und falls ihr das Ganze noch mal sehen wollt, der Livestream von letzter Woche vom Poetry Slam, der ist noch sichtbar auf sommerwerf.de und ich denke, ihr könnt euch das auch alles nochmal zu Hause ansehen, wenn ihr das wollt, bei sommerwerf.de. Da ist der Stream von heute als Aufzeichnung genau, zu sehen. Genau, und wir haben sogar einen YouTube-Kanal, den gibt es auch noch bei Kulturnetz Frankfurt. Einfach Songslam Frankfurt bei YouTube eingeben, dann findet ihr auch die Videos der letzten Songslams, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Gerade so ruhig hier, während meine Kollegin noch den Laptop holt, kann ich ja noch ein, zwei Worte sagen zu unserem letzten Song, der auch wirklich der letzte Song ist, egal wie rum man es dreht und wendet, auch egal wie lang es noch gehen würde. Vier Songs sind da. Der letzte heißt ganz demütig Hit. Und ja, wir haben uns da so ein bisschen inspirieren lassen, das habt ihr sicher alle schon gemerkt, aus verschiedenen Genres. Jetzt haben wir auch noch ein bisschen mehr Metal dabei. So viel Metal, wie mit einer Conga geht. Ihr denkt euch den Rest dazu. Natürlich auch ganz viel Rap und auch ein bisschen Gospel. Wir nennen es ganz bescheiden Gospel-Hop. Ein genrefluides Genre. Ja. Ich habe jetzt meine Ratsche, aber sie hat noch ihren Laptop nicht. Ich hole ihre Kuhglocke. Beschäftigt euch. Ich beeile mich. Ich weiß nicht, ob Roxy das gesagt hat, aber wir haben diesen Song jetzt nicht mehr geprobt.
Also. Wir haben den auch nicht geübt. Ach so, ich wollte nur sicher gehen, dass alle Bescheid wissen. Es ist peinliche Stille gerade. Es ist aber unglaublich schön. Jetzt sieht man euch auch nicht mehr. Nein, das war total blöd formuliert. Ich wollte eigentlich sagen, man sieht euch nicht mehr und deswegen hat man ein bisschen weniger Angst. Ich wollte euch nicht beleidigen, es tut mir sehr leid. Okay. Wenn das Akkordeon gestimmt ist. Das Akkordeon ist gestimmt. Ah, Metal-Akkordeon. Auf geht's. Okay. Ich bin am Leib, ich bin am Leben, eben. Warum bist du so steif? Warum stehst du nur daneben? 2011 waren das doch Swag, das sieht man erst im Flashback. Heute ist euer Lifestyle mehr so Hauptsache Hashtag. Oh yeah. Mucki-Automat. Im Ikea werden Kids gerufen, ab ins Bällebad. Wenn die Tanzfläche burnt, Tina turnt und ihr alle mit uns Englisch Vokabeln lernt, wird die Street Credibility mega geraced. Ihr findet das geschmacklos, doch wir haben Sex. Wenn die Crowd hart am Bouncen ist, und die Katze am Mountain ist, wenn du auch noch dabei bist. Moshpit! Wenn die Crowd hart am Mountain ist, wird das ein Hit. Und die Katze am Mountain ist das der Shit. Wenn du auch noch dabei bist, dann sind wir zu dritt. Moshpit, Pit, Pit, AMK, an Mai Kantereit. Frankfurter Schule. In meinem Fisch, ich steck dein Coin drin. Ich schwör, das war der coole Adorno Brudi Ehrenmann aus dem Wiesengrund. Ich merk mir nur den Satzanfang. Spürst du meine Influenz? Spürst du meinen Flow? Ich hab Kompetenz in Kontinenz, läuft bei mir, yo! Snapdoyra-Crew, wir rappen dazu! Ihr teilt unseren Fame and Glory in eurer Insta-Story! Wenn die Crowd hart am Bouncen ist, wird das ein Hit! Und die Katze am Mountain ist das der Shit! Wenn du auch noch dabei bist, dann sind wir zu dritt! Mosh Pit, Pit, Pit! Wenn die Crowd hart am Bouncen ist, wird das ein Hit! Und die Katze am Mountain ist das der Shit! Wenn du auch noch dabei bist, dann sind wir zu dritt! Mosh Pit, Pit, Pit! Die AirPods in den Ohren, als wärst du damit geboren. Doch beim Bogen in der Pit gehen die dir schnell verloren. Ihr zeigt uns eure Smartphones doch, wir brauchen Scheinwerfer. Für Fofi im Club macht der Barmann den Weinschärfer. Wo man nur hinguckt, die Körper sind heiß. Ist das schon die Sinnflut oder ist das noch Schweiß? Durch die Boxen dröhnen Bässe, während ich den Döner esse. Wenn die Crowd hart am Mountain ist das ein Hit. Und die Katze am Mountain ist das der Shit. Wenn du auch noch dabei bist, dann sind wir zu dritt. Mosh Pit, Pit, Pit. Wenn die Crowd hart am Bouncen ist, wird das ein Hit. Und die Katze am Bouncen ist das der Shit. Wenn du auch noch dabei bist, dann sind wir zu dritt. Mosh Pit, Pit, Pit. Oh yeah. Wir brauchen keinen Tanzvergleich. Beim Moschen sind wir alle gleich. Wir sorgen selbst für Safety, ho, ho. Denn unsere Crowd, sie schläft nie, ho, 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 ho. Gospel Hop, wir stehen drauf. Wenn die Brille auf den Boden fällt, dann hebt sie jemand auf. Whoa. Und die Katze am Mountain ist das der Shit. Wenn ihr auch noch dabei bist, dann sind wir zu dritt. Mosh Pit, Pit, Pit. Wenn die Crowd hart am Mountain ist, wird das ein Hit. Und die Katze am Mountain ist das der Shit. Wenn du auch noch dabei bist, dann sind wir zu dritt. Mosh Pit, Pit, Pit. Ey! Dankeschön. Danke, danke. Danke, dass wir hier da sein durften. Es ist so toll, wieder echte Menschen zu sehen. Ja. Lass die Kultur nicht sterben. Vielen, vielen Dank.
Roxana und Antonia von Shantoxic waren das nochmal. Und wir sind wirklich ganz knapp am Zeitlimit, wo hier von der Bühne absolut nichts mehr zu hören sein darf. Das heißt, wir sagen jetzt ganz kurz und schmerzlos Tschüss. Und wenn ein junger Mann aus Wien, der eigentlich auch gerne noch ein Lied auf dieser Bühne gespielt hätte, was wir jetzt aber nicht mehr hinkriegen, gleich da vorne irgendwo auf einer Bank sitzt und noch vor sich hin Gitarre spielt und leise singt, leiht ihm euer Ohr. Das war's für heute. Dirk Hülstrunk und Jürgen Klumpe. Und wir sagen Tschüss.